Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlzelle, die brechen wir ab. Die Kühlzelle war 3 Wochen im Betrieb und wir sind hier bereits am Abräumen. Hier ist mit dem Kühlaggregat 2 Lampen sind drin, hier sind die Zapfen, also die Kühlzelle ist 2 Wochen im Betrieb, die gibt es als gebrauchte. Hier hinten ist das Kühlaggregat. Ja, Mitte-Türe ist bereits ausgehängt. Türschalter logischerweise. Und hier sehen wir den Plan dieser Kühlzelle. Ich drehe den um. Also die hat Außenabmessungen 3 Meter mal 3 Meter, Höhe 2,20 Meter. Und das ist der Detailplan der Kühlzelle. Also man könnte das auch die Türe noch ein bisschen schieben, zum Beispiel, dass man die Türe hierher macht oder die Türe nach drüben oder natürlich auch auf eine andere Seite. Aber da die Zelle quadratisch ist, spielt das gar keine Rolle. Die Zelle hat eine Isolationsstärke von 100 mm. Ja, und hier sieht man diese Kühlzelle von draußen. Aber von dem her spielt das nicht so eine Riesenrolle. Die Kühlzelle ist eben, wie gesagt, 2 Wochen war sie in Betrieb. Stand ein bisschen länger und jetzt wird sie wieder demontiert. Die ist jetzt als Gebrauchtzelle verfügbar.